Okay, und jetzt hast du hast so eine super coole Idee gehabt, als du dann, du hast immer Workshops schon gegeben, ne? Oh, ich weiß Ja, was, also ich stecke mir mein ich Mikro auch mal an, wäre auch eine coole Idee. habe hier mein Teil hier aufgebaut. Ja, das sieht super professionell aus. Ich bin so professionell. Oh mein Gott. Ja, ich habe immer schon Workshops gemacht. Das mache ich jetzt seit 3 Jahren. Ja. Ich weiß gerade nicht genau. Habe das eigentlich immer im Park gemacht. Also ich wohne in Köln am Eberplatz und hier ist so ein Park. Und bei einem Workshop, also bei meinem ersten Sommerworkshop, war es in meiner Wohnung hier leider so heiß, weil ich hier oben drüber ein Flachdach habe, ne? Und dementsprechend wird es hier im Sommer wirklich gebraten. Und dann hatte ich die Schnapsidee, einfach mal in den Park zu gehen mit den Bässen, ne? Da mussten halt auch die Schüler schon direkt ihre ersten Konzerte spielen. Aber wenn du in einem Park stehst, bleiben natürlich die Leute stehen und hören zu, ne? Ja, sicher, vor allem wenn da sechs Kontrabässe stehen, ne? Natürlich auch sehr schnell langweilig, weil so Anfänger spielen ja dann auch teilweise den ganzen Tag das gleiche Lied, ne? Dementsprechend ist es jetzt nicht, also da bilden sich schon abends, bilden sich da manchmal schon Menschentrauben, weil in der Regel eigentlich nicht, ne? Wenn man jetzt nicht die ganze Zeit durchspielt und wenn ich nicht anfange dazu zu singen, so. Ja, und da wollte ich es halt dieses Jahr wieder machen. Das ging dann erstmal nicht wegen Corona. Ich habe es dann auch noch eine Zeit lang verstanden, nur dann irgendwann hieß es, also da war dann Juni schon und alles hatte auch eigentlich schon wieder auf. Und dann habe ich nochmal gefragt, Leute, kann ich wirklich nicht in den Park gehen? Und dann hieß es immer noch, nee, das geht nicht, es ist viel zu viel Aufsehen, da bilden sich zu viele Menschenmassen. Aber da frage ich mich wieder, So, warum darf ja. denn jeder Straßenmusiker darf hier stehen und Musik machen und ich darf nicht mit meinen Leuten in den Park? So. Wen hast du das gefragt? Ich habe bei der Stadt Köln angerufen. Also ich habe Okay. mich da wirklich echt gemobbt gefühlt und hatte wirklich so einen Hals. Und dann hatte ich die Idee, fragst du doch einfach mal im Lendpark nach. Das ist so ein Freibad, was hier ist, weil ich brauchte einfach nur eine eingezäunte Wiesenfläche Ja. und schon gegessen. So. Dann habe ich im Lendpark angerufen, die fanden die Idee total bescheuert. Und ich dachte auch eigentlich, das funktioniert eh nicht. Aber dann hat mich halt der Geschäftsführer von allen Kölner Bädern angerufen und meinte, ja, Ja. gerne unseren Saunagarten geben. Und dann mache ich das im Saunagarten. Meine Schüler haben zuerst gefragt, ob sie jetzt alle nackt spielen müssen. Da habe ich gesagt, alle Leute. Mit dem Baden Kontra. behalten, der Rest muss leider, nein, Quatsch. Wir dürfen alle angezogen spielen. Das ist eine sehr schöne Location und ein tierisches Upgrade sogar noch zum Park, finde ich. Ja. Ich meine, mit dem Kontrabass wäre ja kein Problem, nur bei der Ukulele wäre es dann was anderes, ne? Ja. Ja, super coole Sache.